Schön, dass du da bist. Du bist überzeugt, dass ihr Seelenpartner seid. Du spürst es. Dann möchte ich dir gerne schauen, welches Thema, welche Aufgabe ihr euch vereinbart habt als Seelen. Wenn ihr euch wieder begegnet. Und das seid ihr ja anscheinend, euch wieder begegnet. In welcher Konstellation auch immer. Gut. Los geht's. Mit diesem Tarotdeck arbeite ich. Gut. Ich schaue einfach mal, um welche Konstellation das geht. Dann siehst du, ob du mit dabei bist. Beachte, das ist eine kollektive Legung, gell? Und kann und soll in keinem Fall eine individuelle Kartenlegung ersetzen. Wie steht es hier gerade zueinander? Wie ist gerade die Situation? Das möchte ich dich gerne jetzt fragen. Stern muss natürlich irgendwie sein. Ist klar. Diese Legung ist für all jene gedacht, die also wo die Situation so ist, dass sich dein Gegenüber zurückzieht, beziehungsweise es ist so eine Energie, da liegt er, gell? König der Schwerter. Dass du eigentlich die Verbindung, ja, also in der Verbindung immer für Dauerhaftigkeit gesorgt hast, für Verlässlichkeit, wann was im Ungleichgewicht war, ja, dann hast du das wieder ins Lot gebracht, das heißt wieder das ausbalanciert, du legst als ganz starke Frau, als Königin der Stäbe. Und er ist gerade in einer Situation, wo er sich entfernt. Minimum gedanklich, Maximum, wo du einfach wirklich diese Distanzierung im Sinne einer möglichen Trennung oder einer wirklichen Trennung spürst, denn er strebt etwas Oberflächlicheres an. Das heißt, er, um es jetzt mal wirklich ganz gerade rauszusagen,
Er mag lieber ein Lottoleben führen, abfeiern gehen, anstatt sich eurer Verbindung zu verpflichten oder sich weiterhin zu verpflichten. Er mag das nicht mehr. Er mag es einfach, ja, wie so ein zweiter Frühling, ja, so habe ich das da. Wenn du sagst, ja, das ist die Situation, dann bleib gern dran. Ich schaue jetzt, wenn du meinst, wenn du spürst, ihr seid Seelenpartner, was haben sich eure Seelen vereinbart? Welche Thematik? Was wollt jetzt ihr da integrieren? Ja? Gemeinsam. Die Liebenden gleich als erstes. Ah, definitiv liegt eine der Seelenpartnerkarten, die Sechs der Kelche. Ihr kennt sich schon sehr lang. Die Thematik, die da liegt, ist eher, dass du eine ganz wichtige Rolle spielst in diesem Wir. Sekunde. Es geht darum, dass es darum geht, dass ihr euch vereinbart habt über den Lernschritt der Entscheidung. Ja, also der Entschiedenheit. Füreinander, gegeneinander, Entscheidungssituationen, ja, die Liebenden. Du siehst da auch zwei Damen, einen Herrn, der eben wählt, und zwar von Herzen. Ihr habt euch entschieden, gemeinsam durch Entscheidungssituationen zu gehen, beziehungsweise überhaupt in diese Thematik zu gehen, zu wählen, und zwar übers Herz, füreinander, gegeneinander und vor allem, geht es darum, dass du, das hast du gesagt, damals bei diesem Commitment, dass du in deine absolute Kraft kommen möchtest. Als Herrscherin, ja. Du möchtest durch so Entscheidungssituationen in dieser Verbindung in deine absolute Selbstbestimmung und Eigenmächtigkeit kommen. Ah, da liegt er wieder. Schau,
Sieben Karten. Interessant. Auch wenn er sich gegen dich entscheidet. Die Aufgabe, der Lernschritt ist der, auch wenn er sich von dir entfernt, also gegen euch entscheidet, dass du in deiner Selbstbestimmung, in deiner Herrscherinnenkraft, in deiner Eigenmächtigkeit bleibst bzw. hineinkommst und nicht an einer Wiederbelebung dessen festhältst, so liegt es da, sondern die Vergangenheit zurücklässt und nach vorn schaust. Ja? So habe ich es hier liegen. Vielleicht ist es dann so, dass sich er wieder für dich entscheidet. Das kann ja sein, ne? Aber es geht ganz stark, also du hast da eine Schlüsselrolle dabei. Wenn er sich entfernt, nicht dran festhalten, sondern die Vergangenheit hinter dir lassen und nach vorne schauen. Kann ja sein, dass ihr dann wieder zurückkommt, ne? Aber das habt ihr euch vereinbart über über diese Energie, über diese Thematik in dieser Inkarnation zu lernen. Gut. Ich danke dir für dein Abo, ich danke dir für dein Like, ich danke dir sehr fürs Teilen von meinem Kanal. Bis bald und viel Segen für dich, Stella.